Ein frisches Sky High, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 3. Ja, wir befinden uns hier noch auf der Normandy und ja, gucken gleich mal, wo wir als nächstes hingehen. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir noch eine neue Nachricht haben von irgendwem. Nö, haben wir nicht, aber wir können es da noch mal auf der Citadel. Genau, wir gehen noch mal auf die Citadel. Denn die Ashley möchte ja auch noch mit uns reden. Ah, Mene hieß der Mond. So. Dann Massenportalsprung. Und wir gehen, was müssen wir da machen? Proteanisches Artefakt. Cerberus Labor. Treffen mit Diplomaten. Ne, wir gehen jetzt erstmal auf die Citadel. Und dann bin ich am überlegen, ob wir erst hier den Proteaner holen. Oder ob wir uns mal das Cerberus Labor anschauen. Ja, da wollen wir andocken. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Ja, zum Krankenhaus. In Ordnung. Das ist ja geil, da kriegen wir sogar extra Wurst. Aber mein Stuhl steht noch nicht richtig, ich sitze noch nicht perfekt. So. Zum Krankenhaus. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren an einem Schlaganfall gestorben, Ma'am. Sie wollten wohl sagen, der Mann war 1,5 Stunden lang tot und seine politischen Gegner haben genügend Propaganda gemacht, sodass der Name des Krankenhauses schließlich geändert wurde. Okay. Er kann sich nicht mal an seinen eigenen Namen erinnern, wenn ihm die VI in seinem Kopf ihn nicht sagt. Glauben Sie mir, wir wissen hier genau, wenn jemand tot ist. Der oberste Gerichtshof sagt, dass er am Leben ist. 5 Richter sagen, dass er am Leben ist und 2 von denen hat er noch selbst ernannt. Der Name bleibt, wie er ist. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus. Wenn eine VI ihren Körper betreibt, ist das nicht Leben. Sind Reaper Husks etwa lebendig? Das haben Sie gerade nicht wirklich gesagt. Aber es ist doch dasselbe, oder etwa nicht? Er kann gehen und macht Geräusche genau wie Sie. Na schön. Anscheinend bin ich nur noch von Zombies umgeben. Oh Gott, was auch immer das war. Aber ja, wir gehen mal weiter. Wir wollen jetzt zu Ashley. Ja, ich versuche die Grissom Academy zu erreichen. Sie haben biotische Verstärker-Interfaces, die ich vielleicht für die Anwendung durch Asari adaptieren kann. Warte mal, Grissom Academy. Ich bekomme einfach keine Verbindung. Laut Ansage ist das Kommunikationssystem der Station offline. Natürlich. Wenn diese Interfaces unseren Elite-Soldatinnen im Feld helfen, bleibe ich. Können wir uns wieder unterhalten? Ich glaube, die Grissom Akademie ist nämlich das, wo die Jack. Ach nee, aber stimmt, die lebt ja gar nicht mehr. Ich die ist ja Antwort, gestorben. Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Odina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich Inspektor werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht. Hier für Sie. Ich dachte, Sie hätten vielleicht etwas Freizeit. Danke. Sehr nett. Ich gehe hier schon die Wände hoch. Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, Sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Ja, ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen, Ende. Es ist wahr. Ja. Okay. Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Es ist nur, wenn Sie die Befehle geben, muss ich auch auf Sie zählen können.
Das geht mir genauso. Da draußen herrscht Chaos. Wir haben nur die Leute um uns herum. Wir müssen einander trauen, sonst klappt's nicht. Abgemacht? Abgemacht. So. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie was brauchen, geben Sie Bescheid. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich's erwähnen sollte. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde. Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Nee, komm, wir haben jetzt Zeit. Deswegen sind wir ja da. Was hat es mit dem Lieutenant Commander auf sich? Der alte Williams Familienfluch lässt nach. Ich war sicher, bei Gunnery Chief ist Schluss. Sie haben es sich redlich verdient. Jetzt brauchen wir sie erstmal einsatzfähig. Ich komme zurück. Und als erstes ramme ich ihnen dann ihre Metalltentakel tief in den... ich kämpfe ehrenhaft und mutig. In Ordnung, Lieutenant Commander. So, was haben wir dann? Kein Kontakt. Ich habe nichts von Ihnen gehört, als ich Gast der Allianz war. Ich konnte nicht. Sogar als Anderson mich herbefohlen hat. Es war schwierig. Schon okay. Das ist vorbei. Neuer Anfang. Ja. Ich brauche noch Zeit. In Ordnung, aber nicht zu viel. Die Bösen machen keine Kaffeepause. Also manchmal... Okay, was wird das? Naja. Heilung durch Schuldgefühle? Scheint zu klappen. Also manchmal reden die ja schon irgendwie komplett, keine Ahnung, die erzählen ja nichts Gescheites. Also sie haben eine Redensart, wie wenn die sich nicht kennen würden, obwohl die seit dem ersten Mass Effect Teil irgendwie immer was voneinander gewollt haben oder so. So, ihre Familie. Familie auf der Erde? Mutter und drei Schwestern. Die jüngste, Sarah, war auf Hochzeitsreise. Hat einen Soldaten geheiratet, Thomas. Er wurde zurückbeordert und sie blieb allein. Wir haben telefoniert. War ziemlich hart. Denke ich mir. Ich habe sie immer alle beschützt. Selbst wenn ich im Einsatz war, wussten sie, dass sie mich anrufen konnten. Ich sagte, sie soll zur Citadel kommen. Dann warten wir gemeinsam. So, die Erde. Haben Sie was von der Erde gehört? Es kommen ständig neue Berichte rein. Die Hälfte davon ist wilde Spekulation. Und der Rest ist zu optimistisch, um wahr zu sein. Wir müssen glauben, dass wir etwas tun können. Als ich dachte, sie wären tot, habe ich die Hoffnung verloren. Aber nach ihrer Rückkehr war ich bereit, alles zu glauben. Ich meine, es ist sicher keine Lösung, wenn jemand dem schwarzen Mann ins Gesicht ballert. Aber wenn Sie es für sinnvoll halten, mache ich's. Das klingt wie die Ash, die ich kenne. So, jetzt können wir noch zusammenarbeiten und dann gehen wir wieder. Streit leisten. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir einander vertrauen. Ich wollte professionell sein und die Familiensachen für mich behalten. Ich weiß nicht, wie Sie das alles verarbeiten können. Ich habe auch schwache Momente. Es beruhigt mich, das zu hören. So. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard. So, dann haben wir das geklärt. Jetzt gucken wir mal. Hören Sie, die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotik-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Ja, genau, jetzt müssen wir nochmal gucken wegen der Grissom Akademie. Weil da ja die Biotiker sind. Aber mal schauen, was sich da so ergibt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo einen kennen. Hä? Wo laufe ich jetzt schon wieder rum? Okay. Das war seltsam. Genau, zur Bar Purgatory gehen wir noch und danach machen wir uns mal auf den Weg zu anderen Planeten oder zu dem Service Labor. So, haben wir hier irgendwen, mit dem wir reden können? Nö.
Alles klar. CD von der Normandy. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein, vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Alles klar, so macht man das also. Gute Show. Was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Okay, das will ich jetzt mal wissen. Für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Mhm. Es ist doch so, wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Alles klar. Ja, wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Das kann ich gut leben. Besuchen Sie Nahl. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Mal schauen, müssen wir mal gucken. Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Alles klar, das heißt, wir haben jetzt hier die ganzen Söldner. Oh, da sind unsere Leute. Ist das der Garrus? Nee, aber das ist hier der James. Was auch immer der hier macht. Gehen wir nochmal mit dem. Hey Commander! Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Commander. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie die Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich. Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man Sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind Sie überlebensgroß. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu Ihnen. Schon, aber die kennen Sie nicht. Sie wissen nur, was Ihnen erzählt wurde. Hören Sie. Sie wollen beweisen, dass Sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben Sie einen aus. Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant.
Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf ihn! Also, auf uns! Wer ist wie wir? Verdammt wenige! Und sie sind alle tot! Tut mir leid, Chef. Ich dachte, Sie kennen den. Danke für die Warnung. Ah, das freut mich. Danke für den Drink. Oh, da hätten wir wahrscheinlich hier unsere... Auch unsere... Was hat die denn an? Okay. Alles klar. Sascha, Leute laufen hier rum. Ja gut, dann gucken wir mal hier wegen den... Bloodpack und Eclipse und sowas. Da müssen wir, glaube ich, mal hier... Warum ist denn da Logbuch? Ja, genau. Gucken wir mal, was haben wir da? Würgestunden. Proteanischer Obelisk. Ein Volus-Diplomat benötigt einen proteanischen Obelisken. Beschaffen Sie ihn aus dem Würgestund und bringen Sie ihn zu ihm in die Citadel-Botschaft. Okay. Cerberus Labor. Auf Sanctum. Priorität Eden Prime. Surkesh. Medigil-Formel für Aliens. Biotische Verstärker-Interfaces. Da. Sprechen Sie mit ihm im Präsidium des Unterhauses mit Nahl und sichern Sie sich die Loyalität des Bloodpacks. Flüchtlingslager, das ist der mit Dana Vosku. Der Eclipse C-Sicherheit. Okay. Dann gucken wir doch mal. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal die Armee. Und dann... Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Einen Moment bitte. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Präsidiumsunterhaus und dann halten wir uns mal mit dem... Ankunft im Präsidium. Wie auch immer der hieß. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Die Allianz kann ihre Hilfe gebrauchen. Es gibt auch außerhalb der Kämpfe viel zu tun. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen? Nein. Ja. Siehst du, und so haben wir schon wieder Leute für die Allianz. Zielfernrohr, Fischkoi. Oh, die Blood Dragon Panzerung. Die ist halt geil. Die will ich mir noch jemanden holen. Aber jetzt rüsten wir unser Snipergewehr auf. So, was können wir denn hier noch kaufen? Cerberus Sturmpanzerung. Ah, das kaufen wir uns. Dann brauchen wir die Fische nicht mehr füttern. Und jetzt holen wir uns noch hier Decoys. So, was haben wir da für ein Terminal? Da können wir nichts machen. Jetzt suchen wir mal da den... Was ist denn das da? Okay, die wollen nicht mit uns reden. Dann gehen wir mal da runter und gucken, ob wir da unten irgendwen finden. Weil ich glaube, der müsste ja dann irgendwo da hinten sein. Ah, der ist da oben. Okay, aber jetzt will ich mal gucken, wer hier unten noch ist. Ah, es sitzt da unten nicht der Joker und die Ding rum? Joker und Edi? Ist das hier ein Laden? Ne, das ist C-Sicherheit. So. Oh, da können wir auch noch einkaufen. Ich glaube nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Ja, sich theoretisch
Ich brauche kein neues Modell oder... Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. So. Willkommen bei Ego Munition. Okay, MPs. Was haben wir hier? Waffen. Oh, das brauchen wir. Waffenschaden und Kopfschussschaden. Das ist genau das, was wir brauchen können. So, hier Durchschlagsmod. Ne, das lassen wir jetzt erstmal. So, aber da unten sind noch. Hier, machen wir jetzt mal noch eine kleine Shopping-Tour. Oh, Modell nehmen wir mit. Kollektorenpanzerung. Oh, das ist doch der Joker, oder? Hey, Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blasto-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere. Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt. Und, ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Nice. Die haben keine Ahnung. Wenn's um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen kann. Und bis dahin ignorieren Sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Na, rede doch mal mit Edi, wenn die da vorne steht. Weißt du, was der noch im Angebot hat? Inferno-Panzerung. Das holen wir uns noch. So, also irgendeine Panzerung will ich mir auf jeden Fall noch holen. Was kriegen wir noch mit Edi? Sieht aus, als würden sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt, aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Wenn Sie sexuell interessiert sind, welche Schritte der Annäherung unternehmen Sie? Nun, das ist eine gute Frage. Intime Gespräche, vielsagende Geschenke, man albert herum. Jeff lockert die Stimmung oft mit Humor auf. Das könnte mit 33,3% Wahrscheinlichkeit heißen, dass ihm etwas an mir liegt. Ja, Computer und Wahrscheinlichkeiten. Aber nicht, um seine Motive zu ermitteln. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Edi, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Kein Problem. So, aber jetzt würde ich sagen, beenden wir die Folge und schauen uns in der nächsten Folge mal nach dem Narl um. Und ja, was dabei rauskommt, werden wir dann sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.